Hallo ihr Leseratten, es wird Zeit für den Lesemonat Juni 2018. Ja, es war ein guter Lesemonat, kann man so auf den ersten Blick schon mal sagen. So viele Bücher habe ich lange nicht mehr gelesen. Oder? Ja, stimmt, so eine Menge. Es ist immer eine Menge. So, gut, wir fangen auch gleich an, damit es nicht ganz lange wird. Ha, ha, ha. Ja, das erste Buch war mein Wochenendbuch. Genau. Ach ja. Ja. Die drei Ausrufezeichen. Skandal auf Sendung. Ja, kannte ich schon als Hörspiel. Franzi, Kim und Marie trauen ihren Augen nicht, als sie beobachten, wie der Moderator der Fernsehshow Quiz für Kids vor dem Studio von zwei Männern bedroht wird. Sie beginnen sofort mit ihren Ermittlungen. Doch bevor sie eine heiße Spur haben, ist Thomas wie vom Erdboden verschluckt. Er wurde entführt. Eigentlich eine Sache für die Polizei. Oder für die drei Fragezeichen. Aber die drei Ausrufezeichen recherchieren heimlich weiter. Eine folgenschwere Entscheidung, denn plötzlich ist auch Franzi spurlos verschwunden. Aha. Trinken. Trinken. Prost. Und nach dem Trinken kann ich auch sagen, dass es ein wieder mal wunderschönes Drei-Ausrufezeichen-Buch war. Hat von mir 4 Sterne bekommen. Ist spannend, ist aufregend, gut bis zwischendurch. Kann man lesen. So, dann kommen wir zum ersten E-Book und zum ersten Rätsel-Exemplar des Monats. Von Tess Gerritsen. Ja. Sag niemals stirb. 20 Jahre sind vergangen, seit ihr Vater mit seinem Flugzeug abgestürzt ist. Willone Willie Maitland reist nach Vietnam, um seinem Schicksal auf den Grund zu gehen. Dort trifft sie auf Guy Bernard, einem ortskundigen Paläontologen, der ihr seine Hilfe anbietet. Er erzählt ihr von einem berüchtigten US-Piloten, den man nur unter Friar Tuck kannte und der für den Feind geflogen ist. War ihr Vater etwa ein Verräter? Schnell erfährt Willi, dass dunkle Mächte auch vom Mord nicht zurückschrecken. Damit diese Frage unbeantwortet bleibt, vom Mord zurückschrecken. Ah ja, okay. Ja, war ich gespannt drauf, weil Tess Gerritsen. Ich hatte ja schon ein Buch und eine Kurzgeschichte mit ihr gelesen, aus dieser Rosoli in Isles Reihe. Und war deswegen umso gespannt auf das Buch, Einzelband. Allerdings war das eher so mäßig. Ich habe den ganzen 3,5 Sterne gegeben, gibt eine Rezension dazu, aber ja, es war eher so. Klingt auch nicht so. Nee, es klingt auch nicht atemberaubend so. Ich habe auch gar nicht weiter durchgelesen. Ich dachte so, boah, ist egal, ich will es versuchen. Das hatte ich ja bei, ich glaube, bei. Wo habe ich es hier? Netgilly? Ja. Oder? Wo ist es denn? Steht denn das? Da. Ja, Netgilly, genau. Und ja, ich habe dann hinterher gedacht, so, naja. Wie gesagt, 3,5 Sterne. Lest euch meine Rezension durch, wenn euch das näher interessiert. Wenn es auf dem Blog ist, hoffe ich doch mal. Wenn nicht, hole ich es nach. Genau. Nun gut, das nächste ist ebenfalls ein E-Book. Der Schmerzsammler von Martin Konrad. Fran Miller, Profilerin und Sektenbeauftragte des LKA Düsseldorf, geht einem ruhigen Schreibtischjob nach. Doch während der Ermittlungen zu einem satanistischen motivierten Mord gerät sie selbst ins Fadenkreuz eines obsessiven Killers. Dort foltert seine... Nein. Was ist denn? Bin die Zeile hochgerutscht. Ach ja, schau, guck. Er foltert seine Opfer bestialisch, bevor er sie tötet. Fran erkennt sein Motiv. Er sammelt die Schreie seiner Opfer. Niemand glaubt ihr. Ein tödlicher Irrtum? Denn nicht nur Fran steht auf der Liste des Schmerzsammlers. Band 1. Das Buch ist richtig, richtig gut. Gibt's auch eine Videorezension dazu? Verlinke ich in der Infobox. Es fängt schon spannend an, es arbeitet mit vielen Cliffhangern und es ist einfach nur grandios. Hat von mir 4,5 Sterne bekommen. 5 hat es nicht ganz gereicht, aber es war schon mal ein guter Auftakt. Ich will auf jeden Fall mehr von dieser Reihe lesen, das steht fest. Und zum Ende denkt man sich so, nein, das kann nicht wahr sein, das kann die doch jetzt nicht machen. Aber doch, es passiert tatsächlich und Wahnsinn, einfach nur Wahnsinn. Also wer mehr wissen will, guckt euch die Rezension an. Ich kann es nur empfehlen. So, dann haben wir noch ein E-Book. Das ist ja hier verrückt. Und zwar Legacy, Band 2, Die Stadt der Magie von Heike M. König. Genau.
Soll ich vorlesen oder erzählst du so? Weil es ja der zweite. Ja. So, jetzt hier mal ein bisschen vom ersten Band, also dass man nicht so viel weiß, denn es geht darum, dass eben eine Familie mit drei Kindern umziehen muss, was die Reihe überhaupt nicht gefällt, von einem Ort zu den anderen, wo sie nicht so glücklich sind. Und auf einmal verschwindet der Vater und sie finden so einen geheimen Gang und landen dort dadurch in eine andere Welt. Und merken es aber erstmal gar nicht. Und genau darum geht es in Legacy. Ja, und dann auf dem Marktplatz bekommt die eine Uhr zugesteckt von einem Jungen. Und diesem Jungen begegnen sie später auch wieder. Und ja, kann man jetzt schlecht zusammenfassen. Ohne also, viel zu verraten. Also spielt immer zwischen normaler Welt und Parallelwelt. Also können die so hin und her? Nein, das ist ja. Also sie wollen wieder zurück. Darum geht es, dass sie eben irgendwie versuchen wollen, wieder zurückzukommen. Ach so. Und es gibt halt viele, viele mysteriöse Sachen und so weiter. Es ist ziemlich spannend. Dieser Band hat von mir jetzt nur 3,5 Sterne bekommen, war so, ja, geht so. Der erste Band fand ich ein bisschen besser, ich bin aber gespannt, wie es weitergeht. Es ist auf jeden Fall gut für zwischendurch, weil es eben so Kurzgeschichten sind. Also so kurze Bände immer. Ach ja, das sehe ich ja jetzt genau. Erst. Ich dachte, das wären 350 Seiten. Nein. Hatte 171 Seiten. Das sind so für einen Tag, kann man das wunderbar weglesen. So. Deswegen kann man da auch nicht so viel erzählen, so. Weil das eben so eine ganz kurzen Sachen nur sind. Aber wie gesagt, ist auf jeden Fall toll, kann man lesen. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ach so, kurze Fantasy-Geschichten. Genau. Also das ist ja... Aha. Auch aufschreiben? Nee, noch nicht. Noch nicht. Gut, dann mein Highlight des Monats, wenn ich es richtig sehe. Eins der Highlights des Monats. Okay. Natürlich, die Anne Sanders. Ja. Da schwärmt ja unsere Betty die ganze Zeit schon von, ne? Sommerhaus zum Glück. Genau. Wer träumt nicht von einem Haus in Cornwall? Ja. Eloidi hatte bisher eigentlich andere Pläne, bis ihre Beziehung spektakulär scheitert und ihr Ex-Freund ihr statt ewiger Liebe Geld für einen Neuanfang bietet. Als sie auf das Inserat für ein hübsches kleines Bed and Breakfast in St. Ives stößt, räumt Elodie kurz entschlossen das Konto leer, kauft das Hotel und reist nach Südengland. Sehr blindäugig. In dem kleinen Fischerdörfchen stürzt sie sich nicht nur in die Renovierung, sondern lernt auch die schüchterne Helen und die lebenslustige alte Dame Brandy kennen, mit denen sie bald eine tiefe Freundschaft verbindet. Ja. Gemeinsam erleben die drei Frauen einen unvergesslichen Sommer, nach dem nichts mehr so sein wird, wie es war. Ja. Vor allem in Elodies Herz. Ja. Es ist einfach nur ein rundum Wohlfühlbuch. Klar, Elodie ist teilweise ein bisschen blindäugig, wenn sie da eben anreist und einen Breakfast kauft, ohne es vorher gesehen zu haben, aber es ist einfach nur schön. Es wird aus Versichten geschrieben, aus Helen und Elodie. Und guckt euch die Rezension an, sonst komme ich wieder ins Schwärmen. Es ist einfach nur Wunder, Wunder. Der Schreibstil ist so humorvoll, toll und einfach so ein Wohlfühl. Einfach nur schönes Sommerbuch. Ich weiß gar nicht, wie meine Mutter das gefallen ist. Jetzt wollte ich eine Frage vergessen. Ich habe inzwischen nämlich auch gelesen. Ja, ein schönes, gemütliches und Sommerbuch. Es gab von mir volle 5 Sterne. Ja. Applaus! So, kommen wir zu Petra Hartlieb. Ja. Meine wundervolle Buchhandlung. Ich finde das Cover witzig, vorne und hinten. Wollte ich gerade sagen, das Cover sieht natürlich schon mal einladend aus. Vorne, hinten. Genau. Eine Frau, eine Familie und ein Geliebter. Nein. Den hätte die Frau vielleicht gerne in dem Buch. Ich weiß es noch nicht. Also eine Frau, eine Familie und ein gelebter Traum. Diese sympathische vor Energie, dieses vor... Wir haben gerade gegessen, Entschuldigung. Das ist so ein bisschen jetzt das Fresskoma. Dieses sympathische vor Energie sprühende Buch erzählt vom unerschütterlichen Glauben daran, dass wundervolle Buchhandlungen nicht der Vergangenheit angehören. Zu dem Zeitpunkt wusste ich dann nicht, dass es eine biografische Erzählung ist. Quasi Petra Hartlieb hat dann ihre eigene Geschichte erzählt. Ja, sie sollte lieber Bücher verkaufen als schreiben, glaube ich. Sorry. Es war halt nicht wirklich das 3,5 Sterne. Es war teilweise okay. Protagonistin. Die Message so ein bisschen kam da ein bisschen rüber, aber... Was ist denn die Message? Dass ich einen Buchladen aufmache? Genau, das... Ja. Und dann bin ich glücklich. Dass Bücher eben auch toll sein können, aber es ist einfach... Es ist,
Also man muss es eigentlich nicht gelesen haben. Nee, ich hab mich da, es war für mich ein Wochenendbuch, aber ich habe es gerade so geschafft im Wochenende. Das war schon. Ja. Und das hat nicht viel, also. Nee, deswegen ja. Das ist, ja. Kann man machen, muss man aber nicht. Peter. War halt nicht so ein schönes Wolfelbuch. Ja. Dafür war es immer viel schöner. Ja. Siehste. Die Anna, die kann's halt. Anna Bednotz. Genau. Das Geheimnis des alten Strandhotels. Band 2. Aber kann man vorlesen. Oh, das hatten wir doch schon, genau. Eufe. Effa. Effa. Effe hat sich in ihrem Cottage im kleinen irischen Dorf Art Carriage eingelebt und die Beziehung zu Pop-Besitzer. Zum Puppenspieler. Ist ja nicht so, dass ich das heute schon mal gelesen habe. Nee, Quatsch. War gestern. Also Effe Eufe hat sich in ihrem Cottage im kleinen irischen Dorf Art Carrick eingelebt und die Beziehung zu Pappbesitzer Tom läuft blendend. Als Tom ihr von seinem Plan erzählt, ein altes Hotel am Meer zu restaurieren, möchte sie ihn unbedingt unterstützen. Bei den Arbeiten am Haus entdecken sie zufällig ein Bündel alter Liebesbriefe. Deren dramatischer Inhalt deutet auf einen Mordfall in der Vergangenheit hin. Effes Neugier ist geweckt und sie macht sich daran, bei den Dorfbewohnern nachzuforschen. Dabei kommt sie einem lang gehüteten Geheimnis auf die Spur. Ja. Auch der zweite Band der Reihe hat mir wahnsinnig gut gefallen. Gibt auch eine Videorezension dazu. 4,5 Sterne zu mir bekommen. Und es war einfach wieder wie nach Hause kommen. Die Charaktere waren wieder die gleichen, man hat neue dazu kennengelernt. Es war rundum wieder total schön. Auch der Puppbesitzer? Der Puppbesitzer war auch wieder dabei, ja, klar. Der war vorher auch schon bei. Ja. Tom. Im ersten Band haben sie sich kennengelernt, lieben gelernt und ja, einfach nur toll. Aber man sollte unbedingt den ersten Band gelesen haben, wenn man den zweiten Band lesen möchte. Oder andersrum, wenn man den ersten Band lesen will, sollte man auf keinen Fall mit dem zweiten Band anfangen. Weil es wird total gespoilert, was den ersten Band angeht. Aber sowas von gespoilert. Es wird genau erzählt, wer für den Fall beim ersten Band verantwortlich ist. Und das ist natürlich okay. Ein bisschen schwierig dann. Also, genau. Passen. Ja. So, dann kommen wir zum Flop des Monats. Länger als ein Sommer von Viveka Lern. Ja. Ein Urlaub in Schweden, der alles verändert. Bla 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 bla. Grüne Wälder, blauer Himmel, ein Sommer auf der Schäreninsel Saltön. Soll das Leben von drei Freundinnen wieder ins Lot bringen und alle Enttäuschungen vergessen machen. Sarah ist mit nicht einmal 30 Jahren Witwe und sucht einen Neuanfang. Emily will aus ihrer unglücklichen Ehe ausbrechen und für Johanna wird es Zeit, sich endlich mal um sich selbst zu kümmern, nicht immer nur um andere. Doch von Inselidylle keine Spur, denn Hals über Kopf werden die drei Frauen in die Vorbereitungen für das große Midsommerfest involviert und haben bald gar keine Zeit mehr für ihre eigenen Probleme. Wo ist da jetzt? Wo ist denn da jetzt? Das jetzt? Naja, also ich meine jetzt vom Text her. Ja. Dann denkt man so, oh, die eine will dies, die andere will das, und dann raufen die sich zusammen und dann machen sie und dann wird Sommerfest. Also ich habe 25% davon gelesen, habe es abgebrochen. Der Schreibstil, den fand ich ganz furchtbar. Die Freundinnen kennen sich noch nicht mehr wirklich oder flüchtig, sind keine Freundinnen auf jeden Fall. Also, mal ganz ehrlich, nein. Ich weiß nicht, ob es die Rezension auf meinem Blog schon gibt. Wenn nicht, kommt sie noch, aber... Naja, vor allem hört sich das so an, ja. So drei Frauen, die sich irgendwie finden möchten auf der Insel, so bla. Und dann steht da von Inselidylle keine Spur und du denkst, wow. Ja. Und die werden eingeladen zum großen Midsommerfest. Ja, es ist, also... Wow. Ich war noch nicht im Midsommerfest, aber das war davor schon langweilig. Man hat mehrere Geschichten parallel gelesen irgendwie. Die kreuzen sich mal ein bisschen, minimal. Aber von Freundinnen war da auch nichts zu erzählen. Also. Doch von Inselidylle keine Spur, denn plötzlich hatte Johanna Geburtstag. Ich habe dem Ganzen einen Stern gegeben und wie gesagt abgebrochen. Von der 25% dachte ich mir so, muss ich mir nicht antun. Das kann ich andere Bücher lesen, die mir besser gefallen. Ja. Kommen wir zu erfreulicheren Sachen. Trink mal einen Schluck Kaffee. Sabine Boot, die kennen wir doch jetzt alle schon, ne? Doppelter Salto mit Kuss. Ding. Wow, das hatte ich schon mal. Ja, fällt mir jetzt gerade ein. Ja. Nur bei einem Wort. Das habe ich schon mal. Bei irgendeinem Video. Ja.
Wow! Schwerelos fliegt Darius auf dem Trapez durch das Zirkuszelt. Alexa klopft das Herz bis zum Hals. Darius ist nämlich nicht nur ein super Artist. Darius ist nämlich nicht nur ein super Artist, er ist auch verdammt süß. Und das Gute ist, also vom Klappentext merkt man das nicht und denkt man, wie so ein typisches Liebesding von frechen Mädchen, ist es aber gar nicht. Es geht ja um Zirkus, ja, und es ist einfach nur, ja, auch so ein richtig tolles Buch. Ich krieg's gar nicht mehr richtig zusammen. Darius ist Mörder. Nein, Darius ist kein Mörder, aber ja, es geht halt nicht um Liebe an sich, es ist einfach nur das ganze Zirkus-Feeling irgendwie. Das ist einfach nur toll. Das ist ein wunderschönes 5-Sterne-Freche-Mädchen-Buch. Und 5-Sterne-Freche-Mädchen ist bei mir selten. Meistens sind es 4. Von daher ist das wieder ein ganz besonderes Buch, was ich... Ist ein Einzelband, was anders ganz gut ist, wenn man zwischendurch so ein Freche-Mädchen-Buch lesen möchte. Weißt du? Darius trägt bauchfrei. Ist ein Artist. Ja, und die tragen bauchfrei, Alter? Ja, was weiß ich denn? Darius ist bauchfrei. Naja, und der sieht ein bisschen aus wie Ingolf Lück. Und es geht halt darum, dass halt, genau, sie ist nämlich von zu Hause abgehauen, weil ihre Eltern sich scheiden lassen wollen. Also es geht halt um so ein bisschen ernsteres Thema. Oh, okay. Und landet dann da im Zirkus und kriegt dann Arbeit. Und so, von Darius Familie. Und dann lernt sie so das Zirkusleben genau, so ein bisschen genau. Ist zwar alles in ihrer Stadt noch und so weiter, aber ja. Es geht halt eher um so, wie gesagt, Scheidungsthema und sowas und wie man dann umgeht, Verlust und so Kram. Ah, okay. Genau, das ist so eher die Message, als denn Liebe ist da nicht im Vordergrund. Okay. Ist da vielleicht mit bei, ja klar, aber nicht im Vordergrund. Und ein tolles Buch. Musste jetzt wieder mein rohen Gehirn zum Angreifen. So, dann haben wir das hier. Den zweiten und finalen Band einer Trilogie. Von Marius Stolz. Wie voll Marion? Nikolas Stolz, Dream on Marionetten. Genau. Achso, so, also jetzt fällt mir das. Brauchst du nicht. Wollte ich gerade sagen, ja. Das kommt mir nämlich gar nicht bekannt vor vom Text. Nee. Das ist der zweite Band, wie gesagt, zu Dream on. Geht nahtlos an den ersten Band an. Hat von mir 4 Kaufbestände bekommen. Fand ihn sogar besser als den ersten Band. Wenn ihr mehr zu beiden Bänden wissen wollt, Link in der Infobox. Zur Rezension. Dann haben wir mein Sorgenkind des Monats. Wolfgang Holbein. Und Bernhard Hennen. Und Bernhard Hennen. Die Entdeckung. Das Jahr des Greifen 2. Ah, 2, ja. Ich habe nur noch 3. Vorlesen, ja oder nein? Nein, es geht auch nahtlos über. Ach so. Es spielt im Universum von Das Schwarze Auge, also in Aventurien. Und ich musste erst wieder reinkommen, weil es, wie gesagt, wirklich nahtlos aneinander übergeht und ich den ersten Band schon von der ganzen Weile gelesen habe. Aber die Schrift ist recht witzig und irgendwie, ich kam nicht vorwärts. Ich dachte schon, ich schaff's überhaupt nicht mehr zu lesen. Ich weiß nicht warum. Ich liebe Das Schwarze Auge eigentlich und die beiden Autoren finde ich auch ganz großartig. Aber irgendwie habe ich im ersten Band schon gehabt und beim zweiten Band jetzt auch, dass ich nicht vorwärts komme. Dass ich nicht klarkomme mit der Geschichte oder keine Ahnung. Es gab jedenfalls 3 Sterne. Aber beendet hast du es irgendwann. Beendet habe ich es dann zum Glück noch, kurz vor Ende des Monats. Aber es war schon ein Krampf. Und dabei ist es gar nicht dick. Nee. Man denkt, das fliegt dann so durch. Aber es ist wirklich sehr viel Schrift auf den Seiten. Ja. Sehr klein, deswegen sehr viel kommt man, das Gefühl, man kommt nicht vorwärts. Man tritt auf der Stelle. Ja, von daher. Ich wage mich irgendwann an Band 3 ran. Mal sehen wann. Dann haben wir wieder ein Rezeptexemplar. Der erste Fall für Sunday Night. Katie Reichs Blutschatten. Papadapa. Mein erstes Buch überhaupt von der Autorin, was ich gelesen habe. Von der habe ich auch noch nichts gelesen. Kann eine Frau mit schattenreicher Vergangenheit ein Mädchen ohne Zukunft retten? Sunday Night. Also, aber ich erinnere mich, ich habe mich letztes Mal schon über diesen Namen aufgeregt. Aber es wird erklärt, so ein bisschen zumindest. Prostituierte. Nein. Sunday Night ist eine Frau mit körperlichen Narben, seelischen Wunden, hallo es passt, und ja. Killerinstinkt. Jahrelang lief sie vor ihrer Vergangenheit davon und suchte sich ein Leben, in dem sie niemanden brauchte und nichts spürte. Als ein Mädchen im Chaos einer Bombenexplosion verschwindet, bittet dessen Familie Sunday um Hilfe.
und Sundays Gerechtigkeitssinn und Rachedurst werden geweckt. Ja, also es war so ein mittelprächtiges Buch. Hat man mit 3,5 Sterne bekommen. Sunday Night, der Name ist nicht ihr richtiger Name, sie nennt sich quasi bloß so. Warum, wieso, weshalb, weiß man auch nur so zum Teil. Muss man dann selber lesen, erzähle ich es nicht. Sie hat einen Zwillingsbruder, der aber dunkelhäutig ist und ihr auch dabei hilft, das Mädchen zu finden. Sie ist eine ehemalige Polizistin. Und ja, der Schreibstil war okay, aber ich hoffe einfach mal, dass ihre andere Reihe ein bisschen besser ist, weil sie davon mehr schwärmen. Das ist ja eine neue Reihe. Ja, ich werde wahrscheinlich die Reihe trotzdem weiterverfolgen, mal gucken, aber sie ist nicht auf erster Linie, auf erster Stelle in meiner Wunschliste. Also liegt das jetzt daran, weil der Fall vielleicht auch jetzt nicht so interessant war? Ja, es plätscherte halt so vor sich hin, mehr oder weniger. Es gab zwar ein paar spannende Stellen, aber es war halt nicht so bam, 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 bam. Und sie als Polizistin oder was auch immer sie ist, ja, ist sympathisch oder? Ja, schon. Das geht. Also mit ihr kommt man gut klar. Das Beste an ihr ist natürlich Bob. Bob ist der beste Charakter in diesem Buch. Weil Sunday Night wohnt auf einer kleinen Insel. Und Bob ist ein Eichhörnchen. Nein! Ein Eichhörnchen, das zu ihr zu Besuch kommt und was sie füttert und auch zu ihr reinkommt bei ihr übernachtet und so weiter. Bob ist großartig. Und ich hoffe, deswegen möchte ich die Reihe weiterfolgen, weil ich bin mehr von Bob. So, dann kommen wir zu einem Buch, das ich gelesen und gehört habe. Jens Henrik Jensen. Ja, das ist auch sehr einfallsreich. Ochsen, das erste Opfer. Genau. Aus Dänemark, Nummer 1 Bestseller. Mein erstes dänisches Buch, was ich gelesen habe, das Fuller oder wie auch immer. Da war es wieder. Das Mädchen mit der Barbie-Puppe. Wieder stand sie in den Ruinen. Stumm, verdreckt, die Hand fest um die Puppe geschlossen. Das Mädchen hatte den Blick einer 90-Jährigen und suchte Ochsen heim. Wann immer sein Schlaf besonders unruhig war. Sie war eine von den sieben. Seinen sieben Dämonen. Sehr komisch. Ein schwer traumatisierter Elitesoldat. Eine taffe Geheimdienstmitarbeiterin. Und der Kampf gegen einen übermächtigen Geheimbund. Oh, das klingt nichts für mich. Aber es war schon spannend. Vor allem habe ich das erste Mal erlebt, dass ein ungekürztes Hörbuch länger ist als das Buch. Was ich dann sehr irritierend fand am Anfang. Was ist das? Typi? Kann ja nicht jeder so gut aussehen. Das ist, ja. Ich kam auch schwer rein, muss ich sagen, in die ganze Geschichte. Deswegen habe ich habe es ja als Hörbuch da, mache ich wieder parallel. Wie gesagt, das Hörbuch ist länger als das Buch. Aber man hat dadurch ein paar mehr Infos, dass ein Buch nicht vorkommt, was ich auch sehr gut fand. Besser als wenn das Hörbuch gekürzt wäre. Und wer nicht mag, dass Tiere getötet werden, womit ich auch ein großes Problem habe, wo ich auch aus dem Wasser geheult habe, der sollte die Finger von diesem Buch lassen. Okay. Ja, es ist sehr brutal. Vor allem, was die Hunden da gemacht wurden, das ist ganz schön fies. Ja. Ja, aber ansonsten fand ich es wirklich gut. Hat von mir 4 Sterne bekommen. Ich bin gespannt auf die nächsten beiden Teile. Und ja, gibt bestimmt auch irgendwie eine Rezension, wenn nicht. Als Video dann auf jeden Fall als Blogpost. Ich weiß gerade gar nicht. Auf jeden Fall gibt es dazu. Also, ne? Beobachten. Irgendwo, wenn es nicht schon da ist. Immer Betty beobachten. Immer mich beobachten. So, und dann zum guten Schluss noch ein Buch geschafft. Der Hammer. Harry Potter. Quidditch im Wandel der Zeiten. Wer kennt's nicht? Falls Sie sich je gefragt haben, woher der goldene Schnatz stammt, wie die Klatscher ins Spiel kamen oder weshalb auf den Umhängen der Wigton Wanderers ein Fleischerbeil prangt, dann brauchen Sie Quidditch im Wandel der Zeit. Diese Sonderausgabe ist ein Nachdruck eines Bandes aus der Schulbibliothek von Hogwarts, dem Quidditch-Fans täglich zur Rate ziehen. Unterschrieben von Dumbledore. Genau. Ja, gut. War jetzt so lala, kann man lesen, muss man nicht. Ich habe mir 3 Sterne bekommen. Das Razzi, falls sie durchgeht, ist wie so ein kleines Lexikon, mehr oder weniger. Auch gehört halt irgendwie, ja, genau, zu Harry Potter. Wer ein großer Fan ist, der kann es lesen, aber wie gesagt, muss man nicht unbedingt. Da fand ich das Lexikon besser. Weil ich immer noch das Filmbuch lesen muss. Habe ich dann nicht mehr hier. Kommt da jetzt nicht der zweite Teil raus? Gut.
Das wären sie alle, meine 13 bzw. 1 abgebrochen 14 Bücher. Aber von den Bewertungen her ging es doch eigentlich. Ja, es war durchwachsen. Es war von 1 abgebrochen. Ja, von, aber ansonsten von mittelmäßig genau, bis Spitze genau. War alles. 2 5-Sterne-Bücher kann man nicht meckern. Nee, und 3,5 ist ja auch nicht immer so ganz genau, schlecht. Genau. Ist ja immer irgendwie so. Oh, mittelprächtig halt. Ja. Ist halt so. Bestanden, aber. Gerade so. Man hätte noch ein bisschen so. Spielraum gehabt. Ja, genau. Ja, genau. Ja, war ja auf jeden Fall lesereich. Ein sehr lesereicher Monat. Aus welchem Monat ist das? Julini? Juni. Julini? Natürlich nicht trinken, Mensch. Ich sehe das gerade. Julini? Hier haben wir einen Sticker. Ja, dann sehen wir uns nächsten Monat wieder. Genau. Oder zwischendurch. Oder wer weiß. Oder bei Woolworth oder bei Karstadt oder vielleicht auch gar nicht mehr. Gar nicht mehr? Na, wer weiß. Ja? Jetzt abonnieren mich alle, weil sie denken, kommt nichts mehr. Na toll. Hast du fein gemacht. Dann machen wir das bei mir weiter auf dem Kanal. Hab ich auch eine Idee. Okay, bis dann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.